Ich spiele Klarinette schon ungefähr 12 Jahre. Das war die Liebe ab ersten Ton. Und ich habe einfach sofort beschlossen, dass ich Musikerin werden will. Der Krieg wurde für mich ein Wendepunkt. Ich bin nach Deutschland gekommen und ich hatte keine Motivation, keine Kraft. Ich konnte nicht akzeptieren, dass das alles mit uns passiert. Für Studierende, die aus solchen Krisengebieten wie aus der Ukraine kamen und kommen, ist Kontinuität ganz wichtig. Deshalb bin ich besonders stolz darauf, dass im letzten Jahr so viele Lehrende und Mitarbeitende an diesem Haus das neue Programm Gaststudium Plus aufgelegt haben, sodass Studierende aus der Ukraine sofort im Sommersemester 22 hier aufgenommen werden konnten. Ich singe, seit ich mich erinnern kann. Ich dirigiere gerne. Die Energie, die man bekommt von der Zusammenarbeit von vielen Menschen, die ist unglaublich. Wir haben 50 ukrainische, also Musikerinnen, Theaterschaffende und also TänzerInnen eben aufnehmen können. Mit dem Programm Gaststudium Plus haben wir erstmal ermöglicht, dass den ukrainischen Studierenden übergangsweise ein Studienplatz zur Verfügung gestellt wurde. Es war aber von vornherein unser Ziel, dass wir es schaffen, die ukrainischen Studierenden dauerhaft in eine Musikhochschule zu implementieren, indem sie kostenlosen Wohnraum bekommen. Dann haben wir uns um Instrumentenreparaturen gekümmert, haben ihnen Einzelunterricht zur Verfügung gestellt, Sprachkurse bereitgestellt und haben ein Mentoring-Programm eingerichtet. Dazu brauchte es Geld und wir hatten das große Glück, dass wir viele Unterstützer gefunden haben innerhalb von sehr kurzer Zeit. Das war Wahnsinn. Die Hochschule hat quasi alles versucht so zu machen, dass ich einfach mich wie zu Hause fühlen kann. Durch die Hochschule habe ich eben die Gastfamilie gefunden. Wir sind nicht nur Mitbewohner, sondern auch einfach sehr gute Freunde. Und das hat mir sehr geholfen. Der Krieg ist immer noch und das ist sehr schwer, aber ich verstehe, dass wenn ich schon in Sicherheit bin, dann muss ich einfach dankbar sein, dass ich diese Möglichkeiten habe. Und jetzt war meine erste Woche als Vollstudentin, offiziell schon. Also meine Motivation ist für mich zurückgekommen. Also wir als Hochschule haben uns immens über diesen Preis gefreut. Es ist Bestätigung für unsere Arbeit und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Auswärtigen Amt und beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, uns diesen Preis gegeben zu haben und er ist Ansporn für mehr.